Bäm, jawohl, ja. Hallo, meine Freunde des elektrischen Offroad-Zweirads, der Daniel hier. Und aktuell geht es wirklich Schlag auf Schlag. Wir haben hier, bam, die gute Talaria R. Mit dem neuen Top-Tune, leider Gottes, haben wir hier das ultimative Scheißwetter. Wir werden uns aber trotzdem ein Röntgen in den Wald wagen und mal gucken, was das Ding so kann. Bis gleich. Yeah! Yeah! Alter! Aber die geht hoch, gell? Die marschiert hoch, die Ultrabi. Was hast du mein Fahrzeug so dreckig gemacht? Echt ein Sauhund! Wir müssen da so einen Schnee fahren. Man kriegt da auf deins. Also ich glaube, die macht gerade richtig Freude, die Stark. Die macht gerade richtig Spaß, wirklich. Ei, ei, ei. Ja, ich glaube 06 hat. Aber Reifen neu. Reifen neu. Reifen neu. Oh ja, lass mich mal. Da komme ich wenigstens hoch. Schon weiter als ich. Ja, da geht's besser. Luft rauslassen. Ja. Der ist immer noch vor Fahrt. Ja, das ist ein relativ neuer Reifen. Ja, genau. Ich glaube, jetzt hat er Freude. Ja, das sieht deutlich, sah schon beim Losfahren besser aus. Yeah, ja. Ja, yeah. Geiler Scheiß, Mann. Wir machen mal ein Beschleunigungsrennen mit zwei. Auf geht's, ich filme euch. 3, 2, 1, go!
Eigentlich nicht. Das ist alles, was da drin ist. Vielleicht noch einfach nochmal ein kleineres Ketteblättli drauf, weißt du? Aber erstmal vom Losfahrer her, ich rufe da. Am Anfang seid ihr relativ gleich. Ja. Jetzt sind wir 45% Akku. Ja. 35 Grad Batterietemperatur, 27 Controller, 35 Motor. Alles perfekt, alles perfekt. Ja, mein, die wird jetzt tatsächlich auch nicht übertaktet, die wird an der Leistungsgrenze arbeiten, denke ich. Ja. 35%. Jetzt. Haben wir es bald geschafft, oder? Ja, jetzt haben wir es bald durch. Ich meine, sie sieht auch so aus, als ob sie es bald geschafft hätte. Das Mädel da vorne, die mag Schlitten fahren. Ja, gut. Ja. Du kannst es schaffen! Schön! Krass! Zu matschig, ja! Komm schon! 5%, geht immer noch hoch! 5%! Ja, sind wir fertig, oder? Würde ich sagen. Sonst muss ich noch Schieber am Ende. Wir probieren es noch einmal. Okay. Finale auf 5% Hillclimb. Finale auf 5%. Oh, das ist eine Aufgabe, oder? Die nächsten, letzte 5% wollt ihr noch mit dem Hillclimb machen. Aufgabe. Ja, glaube ich, nur 3% Akku oder so. Ach so? Oh, jetzt wäre es gut zu sehen, wie die Zellen unterschiedlich sind. Schauen wir uns das nachher gleich kurz an. Schauen wir uns mal die Zellen an. Jetzt ist 3% Akku, oder? Null. Ja, okay. Also, jetzt haben wir sie gescheit leer gefahren, war gut. Für das, so, dass sie out of the box kommt mit dem ausschließlich TC500. Okay, Räder noch ein bisschen. Aber fährt sie sich sehr, sehr gut. Bisschen ja. Langsam war sie noch, oder? Mal frisch. Genau, von der Raddrehzahl, ich finde sie etwas langsam, aber kann man eventuell mit einem kleineren Ketteblatt, kann man das vielleicht kompensieren. Und ansonsten, sehr gut. Gutes Bike. Ja, Leute, Daniel seinen Worten ist im Großen und Ganzen nichts mehr hinzuzufügen. Es ist ein Tip-Top-Bike, die Talaria, das wussten wir tatsächlich schon vorher. Der Torp TC500-Controller arbeitet grandios gut, vor allem in Verbindung mit den 11 kW, die er aus der Stock-Batterie rauszieht. Wirklich alles tippitoppi, kann man nicht meckern. Was den Topspeed angeht, da fehlt uns einfach auch noch so ein bisschen die Erfahrung zu dem Motörchen. Da wird die nächste Zeit noch einiges bringen. Aktuell ist es so, dass wir von 42 auf 58 Zahn hochgegangen sind, also 42 Zahn Stock, 58 Zahn jetzt und damit eine Maximalgeschwindigkeit von so 55 km/h erreichen. Das ist tatsächlich noch ein bisschen wenig, aber auch daran werden wir arbeiten. Zum Thema Batterie. Ihr könnt die Batterie völlig problemlos so leer fahren, wie wir sie heute leer gefahren haben. Das Thema ist nur, ihr solltet sie dann sehr schnell nach dem Fahren auch wieder an ein Ladegerät hängen und mal wieder 30-40% Ladestrom reinpacken. Und dann sind die Zellen euch auch nicht böse und alles ist im grünen Bereich. Wo ihr eventuell ein bisschen vorsichtiger sein solltet, ist bei der Batterietemperatur. Ich denke, dass oberhalb der 60 Grad ist tatsächlich nicht wirklich gesund für die Zelle. Theoretisch sollt ihr auch irgendwann mal das BMS abschalten, aber wenn ihr im Hochsommer solche Späße treibt, dann schaut einfach ein bisschen auf eure Batterietemperatur und belasst es vielleicht unterhalb der 60 Grad.
Jo, das war's dann auch schon wieder für heute. Als nächstes werden wir die Batteriekommunikation einstellen, weil das müssen wir, wenn wir eine 72 Volt Batterie in das Baby packen. Und dann machen wir mal einen direkten Vergleich. Soron Motörchen, Talaria Motörchen, 72 Volt, 500 Höhenmeter. Für heute bin ich raus.